Und weiter geht's mit Let's Play Via Billions hier bei... Oh Gott, ich vergesse mal wieder die Missionsnamen. Die Oase. Alles klar. Ja gut, und Oase ist es in der Tat. Das ist so eine große Oase, dass man nicht mal die Wüste außenrum sieht. Immerhin. So. Jetzt endlich mal Soldaten weiter drücken. Das habe ich jetzt auch viel zu lange Pause gelassen von. Frage ist jetzt. Attention. Building completed. Wie machen wir wohl weiter? So, hier unten zu. Ja, das wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Was tausend das nur durch die Hütten? Ist auch genug Platz da. Sollte mir nicht verübeln. So, weitere Farmen. Damit ich mal jetzt überlegen kann, wie ich dann demnächst... So wird es auch funktionieren. Ja, nehmen wir mal so viel mit, wie es geht. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mit der Lagerhalle mache. Das Lagerhallenhaus. Es kommt auch keine, es kommt wirklich keine Störangriffe. Es kommt nichts bis zur großen Welle. Also was tatsächlich so direkt wie möglich gemeint, dass überhaupt keine Zombies da sind, sagen, wenn es richtig losgeht. Wie gesagt, es muss eine Interpretationssache, ne? Diejenigen, die bei Werbeins die Texte geschrieben haben, die könnten genauso gut in die Politik gehen. Damit es immer schön, egal wie man es so schön formuliert ist, dass auch wenn es was kommt, ganz anderes rauskommt, man sagen konnte, ich hab's euch doch gesagt, ne? Stand alles da. Ja, falsch interpretiert habt ihr das, ne? Ja, genau. Falsch interpretiert. Ja, ich glaube hier jetzt so richtig schön die Jagdhütten hier mitnehmen oder mehr potenzielles Farmland. Ich glaube, so kriege ich richtig viel, unter anderem auch. So würde ich das Maximum an Farmland mitnehmen. Und sogar noch. Eine Hütte, hier ein Ding noch. Jetzt die Lagerhalle so platzieren. So würde ich keine Verluste hier machen. So würde ich da. Machen wir es mal so, da können wir mehr vom Land nutzen. Jo. Perfekt. Mehr vom Land nutzen, so eine Sache, ne? Ein Stein hat etwas dagegen. Ja, überlegen, wie ich verteidigen will. Hier fühlen sich viele Wege nach Rom, was? Jetzt machen wir mal Häuserinvasion. Das hat ja für viel gereicht. Ich brauche echt mehr Lagerhalle und vor allem mehr Holz. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Aber, ja, die Bank hat ihren Spaß. So. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Machen wir mal die Steinmauern. Weil Stein kann ich potenziell vielleicht sogar noch besser bekommen als Holz. Oben hätte ich eigentlich auch gerne noch. Dankeschön. Ich glaube, hier mache ich einfach eine fette Verteidigungslinie in dieser Richtung.
Den Platz hier hätte ich nämlich wirklich gern noch genutzt. Sorry, Sir. I was cleaning my weapon. Mhm. Cleaning weapon, alles klar. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Hat doch genau gesehen, was du mit den Heften machst. Wie du mir geklaut hast. Jetzt reicht's. Attention. Building completed. So, na komm, machen wir hier noch kurz, Leute. Oh. Komm, machen wir es so. Maximal noch mitgenommen hier. Okay, Nahrung ist wohl so schnell wirklich kein Problem werden. Ich könnte aber noch einen weiteren, tatsächlich noch eine weitere Lagerhalle gebrauchen, oder so zwei oder drei, ein paar mehr. Auf jeden Fall. Gut, ich mache hier eine große durchgängige Verteidigungslinie. So ist der Plan zumindest. Von daher können wir es so machen. Was soll's? Bundeslager ist jetzt nicht das Wichtigste der Welt. Aber ich würde den Bundes trotzdem schon gerne mitnehmen. Attention. Building completed. Attention. Building completed. So kriegen wir die zwei Steinmetze, hier unten noch die eine oder andere Fischerhütte. Oder ich gehe nach unten und nehme das Sägewerk mit. Obwohl Holz wird später nicht mehr so das Problem sein. Komm, machen wir sowas aus. Nur kriege ich hier wohl keine Fischerhütten mehr hin oder sonst irgendwas, um das zu pushen. Also tatsächlich nur fürs Stein und die eine Fischerhütte. Naja, gibt schon was. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem Dichtmachen an. Gehen wir mal auf einen höheren Soldaten-Output. Wenn wir uns bei etwa 1000 plus halten, ist das ganz okay. Holz ist echt immer noch so ein Problem. Das gibt's doch einfach nicht. Also Holz gibt's schon. Aber das Problem, das kann doch einfach nicht sein. Dementsprechend sorgen wir mal dafür, dass wir noch mehr Holz haben. Ist okay. Oh, 15. Oh, aber... Oh, das ist eigentlich eine Engstelle zum Verteidigen, aber... 15 Holz... Das ist einfach zu lecker. Tut mir leid. Verteidige ich hier eben anders. Auch wenn der Thomas es nicht verdient hat. So, 6 Energie, da wären wir wieder bei dem Spaß.
Leider zählt das Lagerhaus ja nicht für Energie. Es wäre zu schön, wenn das wäre. Mal über an die Stellen, die wir eh nicht mehr effizient ansonsten gebrauchen könnten. Lass so schnell mal die Energieprobleme auch aufhören. Dann mal hier noch. Dann hätte ich bald gerne noch eine weitere Kaserne. Absolute Ruhe hier. Das ist ja schon fast Entspannung. Also in Variabilienverhältnissen auf jeden Fall. Aber ständig dieses unwohle Gefühl, dass es einfach zu schön ist, um wahr zu sein gerade. Und das Allerschlimmste ist... Das Allerschlimmste ist, wenn man das hier verkackt, darf man die ganzen 1,5 Stunden, die man dann hier reingesessen hat, wieder nachholen. Genau deswegen meinte ich, soll es zumindest eine kleine Handvoll Safe-Games geben, die man neu laden kann. Commander? Tell me. Of course, attention. Commander. Building complete. Order, sir. So, okay. The train has arrived at the station. Wieder ein kleines bisschen was hier und da. Attention. Building completed. Nahrung ist massiv da, Energie ist jetzt auch ordentlich hier. So lässt sich doch leben. Arbeiter haben wir auch gut in Reserven. Das Geld wird mehr, das heißt, wir können jetzt wirklich mal die dritte Kaserne uns erlauben. Aber an sich eigentlich schon viel zu lange gewartet damit. So, und dann machen wir unsere Grenze mal weiter. Und die wird dann zugespickt, also im Idealfall natürlich mit Steintürmen, voll gespickt mit Soldaten wiederum. Und dann sogar noch eine Backline oder solche Späße. So, soweit, soweit kriege ich alles noch mit. Auch die hier noch. Na toll, so viel zum Spam. Spalam, Spalam. Habe ich den Turm gar nicht erforscht? Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Hm. So, hallo Zug. Bringen wir bitte das Geld für die paar Hütten. It's not much, but it's honest work. It ain't much. Hm. Aufwerten bitte. Dankeschön. What's up? Any infected around? What the? Jetzt muss ich irgendwie an die Werbung wieder denken. Wir können schon mal den Grundriss anfangen zu ziehen. Och, komm schon. Mauer. Nein! Ja, ich weiß, ich sollte mehr im Pausenmodus bauen. Attention. Building completed. Order, sir. For duty. So. Reporting for duty. Nein! Minimal. Kriege ich hier den Bonus nicht mehr mit, nur höchstens noch ein 2er. Na gut, okay, es reicht jetzt eh für eine ganze Weile, ne? Ich habe plus 11. Das ist ordentlich. The train has arrived at the station.
Sehr gute Arbeit, Train. Wunderbare Arbeit. Können Sie nicht direkt nebeneinander platzieren? Wir könnten... Ja, immer in Zweierabständen, so. Kack auf andere Sachen. Ich meine, Ballisten schön und gut. Aber die Türme verbrauchen nichts. Soldaten werden wir eh in großen Massen haben, wenn wir die rausdrücken. Dann werde ich die Verteidigung erstmal so aufbauen. So, erstmal alle, die sich überschneiden und die beide Effekte mitnehmen. Ausbauen. Und da haben wir jetzt bald alle. Dann kommt trotzdem noch der Rest. Weil bei euch, Nahrung schön und gut. Aber hier geht es hauptsächlich ums Geld. Eigentlich wirklich bei der Menge an Nahrung, die wir haben und die wir uns hier noch erschließen können, brauchen wir auf dem Marktplatz eh nicht zu achten. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir überall noch eine Bank haben. Ich würde tatsächlich hergehen, wenn ich noch Zeit und Ressourcen habe, würde ich dann sogar noch eine zweite Linie dahinter bauen, nochmal mit Türmen abgesichert. Dann bin ich eigentlich extra safe. Es ist knapp, aber hier kommen die, glaube ich, eh nicht durch mit Glück. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann ist es ein Problem. Dann haben wir aber ein Problem, Freundchen. Dann haben wir aber ein Problem. Also ohne Scheiß, wir haben wirklich ein Problem. Wie gesagt, die Tatsache, dass hier einfach gar nichts los ist, gefällt mir überhaupt nicht. Da ist ja nicht so zufrieden. Wenn es läuft, wenn es nicht läuft, meckert er. Wenn es läuft, meckert er. Ja, sorry, es ist zu schön, um wahr zu sein. So. So. Das Gold wächst und wächst und wächst. Und wir sind jetzt schon über die Halbzeit hinaus. Attention. Building completed. Ich würde mal sagen, alleine dieser Schweinbruch da oben ist ein Schweinbruch. Wir brauchen wirklich Stein, so gut es geht, um da wirklich die Linien fertig zu ziehen. Und wir haben, glaube ich, alles an Stein besetzt, was wir bis jetzt so haben können. Wir haben alles an Stein besetzt, was wir bis jetzt so haben können. Hat die Lagerhalle laufende Kosten? 30 Gold, 8 Energie, 10 Arbeiter. Attention. Building completed. 4. Kaserne, nur schon mal vorzubereiten. Dann haben wir eigentlich einen ganz guten Spam, noch für die restliche Zeit, die noch über ist. Hier kann man auch schon mal vorbereiten. Hier hätte ich gerne gesichert. Ja, so viel Platz wie möglich, würde ich sagen, ne? Wir haben jetzt schon wie viel Bevölkerung? Ja gut, nur 1000. Das wird sich dann rasant zunehmen gegen Ende hin. Verhält sich wie deine Mutter in etwa. Ist egal, ich baue die Häuser trotzdem aus. Ist der Spam noch gewährleistet? Ja? Sehr gut. Spam mit Gewährleistung ist immer noch das Allerschönste.
Schöne ist, mit dem plus 4 Reichweite sollten die eigentlich gleich schon vom Kartenrand aus schießen können, wenn die Gegner kommen. So. Ich könnte dann noch ein schönes Gasthaus machen, mit dem ich auch nochmal ordentlich aufpusche. Aber dafür brauchen wir ein paar Ressourcen mehr. Ich bin am überlegen, ob ich mir das eine Goldvorkommen da hole. Ich meine, schön wär's, aber ich brauch die Thanatos nicht unbedingt. Ich meine, so als mobilere Verteidigung, okay. Aber es ist an so vielen Stellen gleichzeitig, wo die Gegner kommen werden. Hodor, Sir. Mhm. 20. Jetzt haben wir wieder Energie. Also es gibt da ba. Habbalala babla. Habbala babla. Ja, das ist meine professionelle Meinung zum Thema. Ich glaube, auf kurz oder lang die Kraftwerke zu erforschen, könnte gar keine so schlechte Idee sein. Ich könnte so bleiben. Ah, gut, da haben wir sogar noch eine Ölquelle mehr. Der Marktplatz kriegt die da unten nicht mit. Ist der Marktplatz wirklich so wichtig? Ich glaube, mehr Marktplätze haben die... Ich glaube, mehr Marktplätze... waren nicht weniger Marktplätze. Genau. In etwa so kriege ich die ganzen Häuser hier noch mit, die hier fehlen. Bis auf das eine da oben. Tut mir leid für dich. Aber niemand mag dich! Rennt das Haus so heulend weg, ne? Gut, ich meine, hier wird doppelt rausgepresst, oder? Bringt das überhaupt was? Bringt eine Doppelbesteuerung was? So, aber ich werde es da unten eh nicht bauen können. Ist mir jetzt egal. So. Ah, halla, hahaha. Ja, das war jetzt meine Aussage. Entschuldigung. So. Oh Gott, der Spam hört auf. Was geht mit euch? Oh, Nahrung. Was ist denn hier los? Und speichern. Wenigstens diese Safe Games sollte man einzeln ansteuern dürfen. Sollte.
Attention. Building completed. So. Ich glaube, das haben wir erstmal ein bisschen bedient. Building completed. Attention. Building completed. Boah, ich habe gerade so einen Tunnelblick einfach nur. In diesem Szenario. Warte mal, wo geht das Gasthaus? Braucht man nur Holz? Vielleicht mache ich doch nochmal eine Lagerhalle. Wie leid frisch die so hin? Ja, dann machen wir doch mal da unten noch eine hin. Dann kriegen wir da unten den, nicht nur den Steinbruch. Ah, verdammt. Wir kriegen Steinbruch, wir kriegen hier eine ganze Menge Zeug. Wir kriegen hier noch weitere potenzielle Farmen, die ja aufgebaut werden. Und so aufbauen bekommen wir eigentlich alles, was wir hier wollen. Und hier so platziert würde ich sogar noch... Ja, ich würde eine ganze Menge mitbekommen. Zwei Holzfäller sogar noch. Das lohnt sich. Garstiges Garsthaus. Ich habe kaum eine Position, wo ich alles mitbekomme, aber hier würde ich tatsächlich das meiste kriegen. Und dann würde ich damit auch das Problem behoben haben, dass... Das ist mit das Beste, ja. Kriegt man nämlich hier, dann kriegt man nämlich da das meiste, bis auf die äußeren Randhäuser. Und hier unten die ganzen mit noch. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Haha. Hier wird es einfach hingepflanzt. So. Alles klar. Alle Klarheiten beseitigt, ja? Dann ist ja gut. So, da hätte ich gerne die Mauer hier noch fertig gezogen. Und spätestens, sobald Tag 50 ist, aller spätestens muss ich wirklich gucken, dass die restlichen Mauerversatzstücke gebaut werden. Die wir noch brauchen. 7 Tage ist eigentlich zu wenig. Ich bräuchte eigentlich schon 10. Also so, sagen wir mal 45. Bei Tag 45, so 10 Tagen, muss ich wirklich gucken, dass aller spätestens anfangen. Ich möchte den Soldaten-Spam mit 4 Kasernen dauerhaft gewährleisten. Plus... hier versorgt, so hier und da und ja, das ist super, was wir hier rausbekommen. Und hier kriegt man auf jeden Fall auch eine Menge Knedere, ja, 2000 haben wir. Was nur tun mit dem Namakun? So. Soldaten. Nicht Gondors. Oh. So, bleib mal einfach beim Aufbau. Nicht lange überlegen, einfach bauen. Etwa Berliner Flughafen-Logik, ne? Nicht überlegen, bauen. Wie falsch. Dann bauen wir eben nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ich könnte zwar hier die Engstelle halten, ne, komm, wisst ihr was, wir machen einfach eine riesig große Mauer. So, wird dann alleine schon 10 Tage oder so dauern, überhaupt die ganzen Türme dann besetzt zu bekommen, ne?
Neue Söldner, yay. Und gute Veteranensoldaten, ja. Das ist das nächste. Wir haben gar keine Veteranen, wenn die letzte Welle kommt. Was uns egal sein könnte, würden wir da hauptsächlich auf Titanen setzen, ne? Titan, Titan. Mittlere Maustaste bitte. Jetzt. Ah. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Dann gehen wir doch den Weg so. Gern geschehen. Reporting for duty. Jetzt bitte zurück aus dem. Und ich habe immer noch meine alte Maus, weil das mit Linksklick hat sich soweit jetzt erstmal geregelt. Ich habe die neue Maus tatsächlich da. Auch schon getestet, die funktioniert zum Glück endlich. Aber aktuell läuft diese noch meinen Wünschen entsprechend. Weil es mit dem Linksklick soweit behoben ist, zum Glück. Ich sag mittlere Maus, das brauche ich eh nicht so häufig. Und wie gesagt, mit der Maus, wie gesagt, nämlich sind ein paar wichtige PvP-Spiele jetzt bei Age of Rain, die anstehen. Das letzte wurde ja schon wieder verschoben, weil Vodafone seine wunderschöne, tolle, kompetente Politik weiter betreibt. Die sagen so, bei Vodafone kriege ich einfach so einen Hals. Weiß nicht, es gibt kaum einen Monat, bei dem es nicht irgendwelche Probleme mit Vodafone gibt. Und ja, natürlich genau an dem Tag, an dem ich hier, an dem das Turnier, an das Ersatzmatch vom Turnier war, natürlich gab es einen deutschlandweiten Vodafone-Internetausfall. Schön, war super, klasse. Hat Spaß gemacht. Ja, aber auf jeden Fall, neue Maus. Ich habe mich jetzt so lange auf diese alten eingespielt, ich würde sogar tatsächlich die erstmal lassen. Und nach den Turniermatches dann einfach umsteigen. Da habe ich genug Zeit, mich umzugewöhnen. Meine kleine Umgewöhnungsphase ist da. Und gerade bei einem wichtigen Spiel möchte ich einfach so eintrainiert, so einstudiert wie möglich einfach spielen. Und das ist alles. Mehr will ich doch gar nicht. Wir sind das Volk. So. Was sagt die Nahrung? Oh, Nahrung könnte man bald mal wieder neue gebrauchen. So. Vielleicht brauchen wir gar keine Steinhäuser. Weil Steinhäuser haben ja natürlich das Problem, dass sie eine Menge Energie kosten und das auch wieder eine Menge braucht. Aber schön, ich würde mal sagen, an der Stelle bedanke ich mich mal fürs Zusehen und hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter.